Und als erstes würde ich gerne Bettina Buntschuss direkt ansprechen. Wir haben eben ja vorhin lang und breit erörtert, was die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie sind. Und tatsächlich die Frage, was ist denn mit der Politik? Die Eltern fühlen sich alleine gelassen oder zumindest haben sie nicht so ein richtiges, haben sie kein gutes Gefühl, dass die Politik ihnen gut zur Seite steht in Sachen Jugendschutz. Überrascht Sie dieses Ergebnis? Nein, es überrascht mich gar nicht. Die Eltern nehmen das sehr wahr und auch sehr richtig wahr. Und das ist auch ein Grund, warum die Politik das zu ihrem Thema gemacht hat. Und nicht zuletzt auch ein Grund, warum das sehr präsent im Koalitionsvertrag für diese Legislatur auch niedergelegt ist, mit einem hohen Problembewusstsein. Die Probleme, um die es wirklich ganz konkret geht und auch neue Probleme wie Interaktionsrisiken, auch Suchtprobleme sind klar angesprochen. Und warum die Politik aber auch gesagt hat, wir müssen regeln und wir wollen regeln und auch deutlich gemacht hat, in welche Richtung sie den Regelungsbedarf sieht. Das heißt Schutz von Persönlichkeitsrechten, das heißt die Frage von Durchsetzungsmechanismen von bestehendem Recht. Wir haben ja die Situation, dass wir in der analogen Welt eigentlich ganz gute Rechtssysteme haben, aber in der virtuellen Welt diese kaum Anwendung finden. Und die Politik hat auch gesagt, wir müssen das so aufstellen, dass es auch zukunftsfest ist und dass wir auch nicht mehr, und das ist in der virtuellen Welt auch einfach nicht mehr denkbar, in rein nationalen Grenzen schauen, sondern dass wir gucken müssen, was machen die Anbieter aus dem Ausland und dass wir dort auch rangehen müssen. Das ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das geht nur gemeinsam, das ist auch ganz klar und so steht es auch im Koalitionsvertrag, da bin ich auch sehr froh über die Formulierung und die bieten einen klaren Handlungsauftrag. Das heißt, das, was die Eltern uns sagen und was sie auch mit ihren Studien dargelegt haben, ist angekommen. Und auch als Mutter, also meine, ich habe zwei Jungs, die sind 10 und 15. Ich weiß also auch aus dieser Perspektive relativ genau, wovon wir hier sprechen, sehe ich das auch. Es ist auch Thema in jeder Schule, es ist zum Teil auch schon Thema in Kindergärten, es war ein Riesenthema. Jetzt auf der Didakta, also es ist einfach da. Das klingt sehr optimistisch, ab jetzt in die Zukunft geguckt, auch auf der Grundlage des Koalitionsvertrages. Frau Raab, jetzt haben wir trotzdem diese freche Frage gestellt, hilflose Regulierung, Fragezeichen. Also der Anlauf bis hierher, auch wenn jetzt möglicherweise alles gut werden könnte, wenn sich alle schön einigen und so weiter, ist ja trotzdem so, dass es eben bei Eltern so angekommen ist, die machen da irgendwas, aber irgendwie wissen wir gar nicht genau was. Können Sie das nachvollziehen, dass dieses, finden Sie hilflose Regulierung vielleicht doch einen Tick zu stark formuliert? Wir können, also ich einen schönen guten oder schönen Tag wünsche ich. Ich darf ja für die Länder und für Malu Dreyer, Rheinland-Pfalz hat traditionell den Vorsitz in der Rundfunkkommission der Länder, die Medienpolitik der Länder koordinieren und dazu gehört auch der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Und ich bin auch Mutter von zwei Heranwachsenden und ich muss einfach sagen, wenn ich als Elternteil unterwegs bin, es gibt unterschiedliche Perspektiven, dann beschäftige ich mich nicht in erster Linie mit der Regulierung, sondern ich frage danach, welche Bildungsangebote zum Thema Medienkompetenzschulung gibt es in den Schulen oder im außerschulischen Bereich? Wie können möglicherweise Filter und technische Möglichkeiten genutzt werden? Wir haben einige Einrichtungen, die jetzt alle in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr schon 20-jähriges Jubiläum feiern durften, so wie Jugendschutznet, das dank auch einer guten Kooperation zwischen Bund und Ländern nunmehr auch institutionell und finanziell auf gute Füße gestellt worden ist und was ein wichtiger Ansprechpartner für Multiplikatoren, Pädagogen, aber auch Eltern oder auch Kinder und Jugendliche eben auch ist. Die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia hat ebenfalls 20-jähriges Bestehen feiern dürfen. Das heißt, wir stecken nicht in den Kinderschuhen. Aber wir haben eine Reihe von wirklich neuen Herausforderungen. Sie haben eben Twitter angesprochen, da habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil ich glaube, die Jugendlichen, die nutzen alle eher Snapchat oder Instagram, ja, das und stimmt, nicht mehr Twitter. Das machen irgendwie eher so unser Alter, wenn wir es überhaupt so tun. Und wir sehen an der aktuellen Diskussion um Facebook und Cambridge Analytics, dass wir mit völlig neuen Anforderungen umgehen müssen, die sehr interdisziplinär auch zu lösen sind. Und deshalb komme ich wieder dazu,
Wir haben Regulierung, wir haben einen neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag und wir haben uns gemeinsam im Koalitionsvertrag, und das geht nur so, dass Bund und Länder an der Stelle gemeinsam arbeiten, wollen wir uns auf den Weg machen, ein neues oder eine Novelle des Bundesjugendschutzgesetzes zu installieren, damit wir das wieder kohärent gehen. Da geht es um wichtige Fragen wie Altersfreigaben. Aber heute ist das Thema einer Altersfreigabe nicht das allein Entscheidende. Und deshalb muss es einen Mix geben aus Regulierung, aus guten medienpädagogischen Angeboten und auch Aufsicht, die dann auch tätig werden kann. Und da sind dann Bund und Länder, gehen dann da Hand in Hand? Wir müssen es tun. Wir haben es vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so getan. Und die Diskussion um den Jugendmedienschutzstaatsvertrag war ja auch so, dass uns das vielleicht ein bisschen zu langsam ging und wir dann ein bisschen vor sind. Aber wir reden in diesen Staatsvertragstexten und auch im Bundesjugendschutzgesetz immer noch über Trägermedien oder über andere Dinge. Wir arbeiten auch gerade am Rundfunkbegriff. Heute Streaming-Angebote von Let's Playern und alles, die lassen sich nicht mehr mit klassischen Fernsehbegriffen belegen. Und wir hatten eine Bund-Länder-Steuerungsgruppe zum Thema Medienkonvergenz. Ich durfte die mit Herrn Wienerns, der bei Herrn Grütters, bei der BKM, ich muss immer überlegen, bei den ganzen Abkürzungen, bei der Beauftragten für Kultur und Medien ansässig ist. Wir haben 6 Arbeitsgruppen gehabt. Eine war das Thema Jugendmedienschutz. Und da haben wir gemeinsam uns auf den Weg, wir haben festgestellt, wir müssen es gemeinsam auch lösen wollen. Und das ist für mich die Ausgangslage. Und die haben wir auch im Koalitionsvertrag so festgeschrieben. Und deshalb finde ich, das ist der richtige Weg. Und wir Länder wollen das gerne tun. Wir kommen gleich nochmal auf den Koalitionsvertrag zu sprechen, aber erst möchte ich Martina Hanack fragen. Sie haben, glaube ich, also für Sie ist die Studie auf jeden Fall in dem Punkt gut ausgegangen, dass nämlich die Bundesprüfstelle erkannt wurde als mögliche Ansprechpartner, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft mit Medieninhalten. Und Sie haben jetzt dazu auch noch einen neuen Fachbereich gegründet, Weiterentwicklung Kinder- und Jugendmedienschutz, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, Sie nehmen logischerweise dieses Thema ernst. Was genau passiert in diesem Fachbereich? Was sind da die Ansätze? Also der Ansatz ist letztendlich, dass auch die Bundesprüfstelle einen Modernisierungsbedarf hat. Wir haben seit 1954 den gesetzlichen Auftrag, Medien mit jugendgefährdendem Inhalt zu indizieren. Daher hatten wir vermutlich auch lange genug Zeit, um bekannt zu werden bei Eltern und Betroffenen. Die Auswirkungen des digitalen Zeitalters hat eben auch Auswirkungen auf die Indizierung. Letztendlich der gesetzliche Auftrag ist ein Kontinuum, aber die Rahmenbedingungen innerhalb dessen, dieser Auftrag zu erbringen, haben sich massiv geändert. Immer wieder über die Jahrzehnte, aber vielleicht auch noch nie so stark wie eben durch die Digitalisierung. Und es ist jetzt auch mehrfach eben schon angesprochen worden, die Indizierungseinrichtung. Instrument, um dem klassischen Konfrontationsrisiko zu begegnen. Das ist auch nach wie vor ein gutes und wichtiges. Es sind aber eben noch sehr viele andere Risiken dazugekommen, die davon auch gar nicht erfasst werden können. Das heißt, die Indizierung ist für uns nach wie vor ein sehr wichtiges Instrument, muss aber in Teilen vielleicht auch einer neuen Funktion zugeführt werden. Und ist der neue Fachbereich teilweise eben auch dafür zuständig, über den Bereich Öffentlichkeitsarbeit die Spruchpraxis und die dahinter liegenden Normen und Werte, über die in einer Gesellschaft eben Konsens auch bestehen, einfach als Orientierungshilfe zu geben für sehr verschiedene Zielgruppen, eben auch Eltern. Und der andere Bereich, der firmiert unter Weiterentwicklung Kinder- und Jugendmedienschutz, es ist unser Anliegen tatsächlich, das aufzugreifen, was in dem ersten Podium angeklungen ist, nämlich einen Ort der Debatte zu geben, einfach einen Prozess zu organisieren, Angebote zu machen und vor allem die Bälle in der Luft zu halten, also Nachhaltigkeit zu schaffen und da einen dauerhaften Prozess eben zu etablieren, weil auch das hat man dann im ersten Podium
Podium vielleicht gesehen, die Risiken sehr vielfältig sind, die Herausforderungen sehr vielfältig und groß sind und dass da einfach auch vielerlei Diskussionen bedarf. Und das finde ich auch nochmal sehr wichtig und ich teile auch absolut den Optimismus von Frau Bundschuss, dass die Erkenntnis, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, auf jeden Fall da ist, ja, und dass das auch nur unter Zusammenwirkung dann letztendlich aller Akteure und Anerkennen von eigener Verantwortung gelingen kann. Und das ist, finde ich, ein guter Ausgangspunkt, um da auch einfach einen Prozess zu koordinieren und alle als Partner und auf Augenhöhe da mitzunehmen. Ich kenne natürlich nicht alle Verästelungen aller Akteure in diesem ganzen Jugendmedienschutz, aber dadurch, dass die Bundesprüfstelle tatsächlich so eine Bekanntheit hat und damit ja auch offenbar ein großes Vertrauen darauf liegt, dass man das so eine Stelle ist, da kann, irgendwas ist mit denen, werden wahrscheinlich viele denken, da kann man sich hinwenden, müsste die ja eigentlich auch in dieser Idee, alles Mögliche zusammenzufassen, vielleicht nochmal eine größere, wichtigere Rolle spielen als bisher? Also das könnte auf jeden Fall ein Auftrag sein, der ergänzend eben zu dem jetzigen gesetzlichen Auftrag dann bei der Bundesprüfstelle angesiedelt wird. Tatsächlich ist es so, dass, um nochmal auf die Indizierung zu sprechen zu kommen, dass ein gerichtsähnliches Verfahren hat und die Ergebnisse da einfach auch, denke ich, eine hohe Akzeptanz haben. Und man darauf natürlich ein Stück dann aufbauen kann, auf dieses Vertrauen, was dann eben schon da ist und sich aber eben öffnet und in einer Funktion eben als vielleicht Katalysator oder Moderation. Eine Kollegin sagte auch mal, die Bundesprüfstelle als Supervisionsstelle. Mhm. Fand ich auch ganz charmant. So. Martin Drexler, jetzt haben alle schon mal den Koalitionsvertrag gelobt. Sie auch? Ist das alles konkret genug und prima? Warum warten Sie denn jetzt so lange mit Ihrer Antwort? Also, ich finde immer sehr spannend, was in politischen Verträgen vereinbart wird. Es interessiert mich in der Praxis dann tatsächlich mehr, was man daraus macht. Und wir wissen, dass Papier geduldig ist und wir wissen auch, wie solche Texte zustande kommen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass das Thema da drin eine Rolle spielt und dass es auch auf so prominente Art und Weise verhandelt wird. Wir gucken uns an und wollen aber auch aktiv mitwirken, was dann nachher in der Praxis damit passiert. Also, dass die Vorgaben der Regulierung vielleicht nicht in jedem Punkt heute schon ausreichend sind, darüber besteht, glaube ich, Konsens. Wir werden darüber zu reden haben und man wird darüber zu reden haben und wir hoffen, dass wir mitreden dürfen, in welchen Stellen es Fortentwicklungen gibt und wo wir Sachen, die bisher vielleicht noch nicht optimal laufen, wo man künftig andere Wege finden kann, um den Jugendmedienschutz im Prinzip noch den Stellenwert zu geben, den unsere Verfassung ihnen schon zuschreibt. Und da gehen wir davon aus, dass es was extrem Wichtiges ist, was total Hochwertiges ist. Aber das kann eben nur diese Wirkung auch entfalten, wenn das gesellschaftlich akzeptiert wird. Und gesellschaftlich akzeptiert meint in dem Fall tatsächlich zu Hause bei der jeweiligen Familie, die dazu aufgerufen ist, das dann nachher in die Praxis auch umzusetzen. Und wenn die Vorhaben, die im Koalitionsvertrag niedergeschrieben sind und alle Aktivität, die sich daraus dann entfaltet in den nächsten Jahren, in diese Richtung weist, dann könnte ich über zufrieden sein sprechen oder gut finden oder richtig. Okay, dann müssen wir also diese Frage nochmal ein bisschen verschieben. Aber vielleicht muss ich nicht verschieben die Frage, dass Sie gesagt haben, dass man auch vielleicht andere Wege gehen könnte. Gibt es denn irgendwas, was Sie da auch mit konkret schon meinen? Also außer jetzt bleiben wir im Moment ja trotzdem alle sehr optimistisch gucken, immer in diesem Jahr alle zusammen und alle ein bisschen mehr und ein bisschen so. Aber so richtig handfest? Ja, also ganz, ganz handfest und ganz tatsächlich sehr praxisrelevant. Die Möglichkeiten, die wir im Jugendmedienschutz derzeit sehen, die orientieren sich klassischerweise auf das, speziell im Internetbereich, was wir als das klassische Internet bezeichnen, Websites. So. Dass das aber nicht allein mehr der Bereich ist, in dem Mediennutzung online heute passiert, das ist eine Binsenweisheit, muss aber wiederholt werden und muss deutlich gemacht werden, denn die Mittel und Maßnahmen, die speziell der Jugendmedienschutzstaatsvertrag dafür bereithält, die kann man ganz schön einschränkend verstehen. So. Und wenn man sie versteht als eine abschließende Aufzählung weniger Möglichkeiten, Jugendschutz tatsächlich bei den vielen verschiedenen Diensten herzustellen, dann führt das tatsächlich in Probleme. Das heißt also, ganz praktisch gesprochen,
wie beispielsweise ein Jugendschutzprogramm aussehen kann und darf. Das gibt der Staatsvertrag relativ klar vor und stößt damit dann aber in der Praxis auf Probleme, wenn diese Anforderungen nicht erfüllbar sind. Also wir sehen mit JUSPROC beispielsweise, das im letzten Jahr von der FSM positiv bewertet worden ist und eben diese gesetzliche Privilegierung genießt, da funktioniert es. Die Regelungen, die für sowas wie JUSPROC im Gesetz drinstehen, die passen. Sowas wie JUSPROC im Mobilbereich ist schon schwieriger. Und Stefan Schellenberg hat das vorhin kurz angesprochen, mobile Betriebssysteme sind was anderes als Windows und man darf als App-Entwickler beispielsweise in einem mobilen Betriebssystem weniger, als man bei Windows darf und kann. Das führt aber an Probleme, wenn wir mobile Lösungen an den gleichen Standards messen wie die klassischen Jugendschutzprogramme beispielsweise. Und da müssen wir sicherlich nachgucken. Der zweite Punkt ist, die Nutzung des klassischen Internet wird natürlich ergänzt durch die Nutzung von eigenen Diensten, die jetzt von mir aus auf dem Fernseher laufen oder auf welchem Gerät auch immer. Auch dort erwarten wir Jugendschutz und auch dort erwarten die Familien Jugendschutz. Und zwar den, so schwierig wie das klingt, aber den sich die Familie jeweils individuell so vorstellt. Und Man möchte gerne auch so ein bisschen das in der Hand haben und man möchte das gerne für sich selbst entscheiden, wie das läuft. Dass das mit den Sendezeiten ein alter Hut ist, das haben wir, das wissen alle, das geht im Fernsehen so ein Stück weit nicht anders. Aber was digitale Medien betrifft, wissen wir, dass es anders und besser geht. Und da erwarten die Familien nicht ganz zu Unrecht, dass sie das so individuell und so selbstständig und so eigenverantwortlich machen können, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. Und hier müssen wir gucken, ob die Regulierung das tatsächlich zulässt. Wir haben einen sehr positiven Aspekt in der bisherigen Regulierung. Wir haben so eine Definition von einem Schutzgrad, der erreicht werden soll. Also das Gesetz sagt relativ klar, Anbieter müssen dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche mit beeinträchtigenden Inhalten üblicherweise nicht in Kontakt kommen. Damit ist so ein Ziel definiert. Der Weg dahin, und das ist jetzt das Spannende, der ist sehr einschränkend nur möglich. Es gibt nur wenige Wege, nämlich so ungefähr so drei oder so. Und wenn man nicht diese drei Wege wählt, dann muss man sich schon sehr strecken, um noch gesetzeskonform zu sein. Und hier können wir für die Zukunft, glaube ich, noch was bewegen. Ja. Im Koalitionsvertrag stehen auch Formulierungen wie, dass man weiß, dass der Anstieg von Cybermobbing, Grooming und sexualisierter Gewalt etc. besorgniserregend ist. Als ich das gelesen habe, und auch das passt vielleicht ein bisschen zu dem, was Martin Drechsler gerade gesagt hat, habe ich mich gefragt, wie kann man denn tatsächlich diese ganzen Jugendmedienschutzgedanken, die man in dem Moment hat und die sich auf die digitale Welt beziehen, irgendwie festhalten und umsetzen, wenn womöglich die Worte Cybermobbing in 5 Jahren schon wieder total oldschool sind. Also wie setzt man an, wenn man versucht irgendwie zu sagen, okay, wir machen jetzt zusammen, wir gehen jetzt zusammen auch mit gesetzlichen Regelungen vor, wir setzen uns zusammen, wir schaffen jetzt irgendwie einen Rahmen, der gesetzlich in Ordnung ist, dass wir sagen können, hier haben wir wirklich was getan. Genau in diesem Feld, was sich so schnell weiterentwickelt, dass wir gerade noch festgestellt haben, reden wir wirklich noch über Inhalte oder Kontaktrisiken oder was ist eigentlich gerade das Problem? Vor welche Herausforderungen stellt die Politik dieses digitale Leben? Ich weiß gar nicht, ich schaue Sie beide an, Sie dürfen gerne beide oder nacheinander. Es macht nur Sinn, wenn wir nacheinander sprechen. Oder Sie reden gleichzeitig, genau. Also wir setzen an unterschiedlichen Punkten an und natürlich hat Herr Drechsler recht, indem er darauf hinweist, dass es immer nacharbeiten geht. Und in der digitalen Welt sind wir beim Thema Regulierung. Gerade wir Länder sind ja in dem Fall Gesetzgeber und ein solches Staatsvertragsverfahren ist ein sehr kompliziertes und ein Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist auch schon mal gescheitert. Das heißt, im Gegensatz zum Deutschen Bundestag, der das Bundesjugendschutzgesetz mit Mehrheit bestimmen darf, müssen wir immer eine 16:0 Entscheidung herbeiführen, vom Starnberger See bis an die Ostsee. Und das stellt uns im Länderkreis immer für sehr große Herausforderungen, die ganzen Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und dann müssen wir mit jedem Staatsvertrag durch 16 Landtage. Mit anderen Worten, das dauert sehr lange und das Prozedere vom letzten Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist insofern, als er verabschiedet wurde, konnte man sagen, die Digitalisierung hat wieder so viele neue Herausforderungen, Aufgabenstellungen bereitgehalten. Man hätte wieder beginnen können. Wir haben uns aber
jetzt an der Stelle richten wir auch den Blick eben auf die gemeinsamen Anstrengungen mit dem Bund, weil einiges ist auch im Bundesjugendschutzgesetz geregelt und wir müssen die beiden Regelungs- und Regulierungswerke auch kohärent gestalten, weil das ist im Moment nicht ganz deckungsgleich und das ist eine neue Herausforderung, vor der wir uns selber gestellt haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber für mich das große Thema, wie souverän gehen unsere jungen Menschen und wie fit sind auch die Eltern? Sind sie wirklich hilflos oder was können wir tun, dass sie nicht hilflos sind? Und das ist ein großes Bemühen der Länder, die für die Bildungspolitik ja auch zuständig sind. Und wir in Rheinland-Pfalz, und ich kann an der Stelle nur für unser Bundesland sprechen, aber ich weiß, dass viele andere Länder das auch tun. Wir sind seit nunmehr fast 20 Jahren dabei, Medienkompetenz macht Schule zu entwickeln. Alle Schulen nehmen an diesen Programmen teil. Das geschieht gemeinsam, Bildungsministerium mit der Landesmedienanstalt. Wir haben Medienkompetenznetzwerke, wir bilden Medienscouts aus, Lehrerinnen und Lehrer. Und das fing damit an, dass früher mal so Laptopwagen in die Schulen gestellt worden sind. Aber heute ist es ein komplettes System, dass Elternabende angeboten werden, Lehrerinnen und Lehrerschulungen gemacht werden. Und ich habe eben eine Anekdote erzählt. Mein 16-jähriger Sohn, jetzt in der 10. Klasse, der sagte vergangenen Herbst zu mir, jetzt kommen die schon wieder in unsere Schule. Ich hatte das mittlerweile schon in der Grundschule, dann hatte ich es in der Orientierungsstufe und jetzt muss ich mich in der 9. Klasse schon wieder damit beschäftigen. Ich kann langsam den Unterricht selber machen. Also das ist jetzt vielleicht, ich fand, es war ein positives Beispiel. Frage ist immer nur, geben wir auch die richtigen Anweisungen für die jeweils richtige Altersgruppe? Da wird der Umgang mit Cybermobbing besprochen. Was tue ich, wenn mir sowas passiert? Wohin kann ich mich wenden? Wie funktioniert ein Beschwerdemanagement? Was ist Jugendschutznet? Was ist, wenn ich Inhalte entdecke? Und wir haben ja auch völlig neue Phänomene. Ich war kürzlich wieder bei Jugendschutznet. Das war rund um dieses 20-jährige Jubiläum, was wir im Oktober gefeiert haben. Und dort sind auch selbstgefährdende Videoinhalte, audiovisuelle Inhalte wie Ritzen, Anleitung zum Suizid. Also es ist ja nicht immer nur die Gefahr, die von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen ausgeht, sondern es sind ja auch manchmal jugendgefährdende Inhalte, die auch andere Jugendliche in dieser Altersphase eben auch anleiten können, irgendwas ganz Verrücktes zu tun. Und das wird genauso, müssen wir uns mit diesen Momenten beschäftigen, als wenn vielleicht aus dem salafistischen oder islamistischen Umfeld eine Werbung kommt. Ich habe den Eindruck, das klappt gut, aber es kann immer besser werden und es muss sich auch immer weiterentwickeln. Und das ist die ganz große Herausforderung. Frau Bundschuss, kann man schon mal so ein bisschen in den Entwurf des Jugendschutzgesetzes mit Ihnen reinschauen? Nein, das kann man nicht, weil wir in der Tat einen Dialogprozess planen. Selbstverständlich gemeinsam mit den Ländern, aber auch vielen Expertinnen und Experten. Und wir nehmen die Aufgaben des neuen Koalitionsvertrages sehr ernst und werden uns das Stück für Stück angucken. Natürlich haben wir einen Prozess hinter uns. Frau Raab sprach zu Recht die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Medienkonvergenz an. Dort sind bestimmte Feststellungen auch schon getroffen worden. Aber dennoch haben wir den Anspruch, ein Jugendmedienschutzgesetz aufzustellen, was nicht alle 2 Jahre reformiert werden muss, nur weil es wieder eine neue Technik gibt. Und da ist natürlich das Thema Anbieterverantwortung auch ein großes. Natürlich schauen wir uns gemeinsam, wie Sie auch, die Entwicklung über das Netz und NetzDG an. Natürlich schauen wir uns auch den ganzen Gaming-Bereich an. Was sind da eigentlich auch für neue Interaktionsrisiken drin? Oder auch, was passiert, wenn Alexa nicht nur mit mir spricht, sondern mir auch zuguckt? Oder meinem Kind dann irgendwann was erzählt, wenn ich nicht da bin? Also das sind ja so viele Sachen, die man sich vielleicht noch vorstellen kann. Ich will jetzt gar nicht auf die Flugtaxis eingehen, aber als Eltern, ich finde das gar nicht so kompliziert, wie Sie das gesagt haben, als Eltern muss ich doch bestimmte Regeln haben, auf die ich weiß, dass die Gemeinschaft auch dafür gerade steht und auch, dass die Gemeinschaft dir ein Stück weit sichert. Wenn ich meinem Kind, für das ich die Verantwortung habe, dass es sich auch gut im Außenraum bewegt, sagen wir jetzt mal den analogen Außenraum, dann weiß ich, wenn
ist mit, sagen wir, 8 Jahren oder auch vielleicht schon 6 Jahren, je nachdem, wo man wohnt, das erste Mal allein zum Supermarkt oder zum Bäcker geht, dann bekommt es dort keinen Alkohol zum Verkauf. Da sitzt die Kassiererin, die guckt sich an, wer steht hier vor mir, und im Zweifelsfall lässt sich ein Ausweis zeigen. Das ist eine Funktion einer Wächterin. So etwas bräuchten wir auch in der virtuellen Welt, gibt es aber nicht. Das Gleiche ist, mein Kind geht in einen Buchladen, ich weiß, dort gibt es keine Hardcore-Pornos, weil die noch nicht mal unterm Ladentisch liegen, hoffentlich. So, diese Verlässlichkeit brauche ich. Und das ist auch Aufgabe von Politik und auch von uns allen, die Gemeinschaft auch so zu entwickeln. Und es geht darum, so einen Rahmen zu haben, in dem Eltern dann ihre individuelle Verantwortung festlegen können. Jedes Kind braucht da auch eine andere Ansprache. Das ist wirklich eine individuelle Sache. Aber was geregelt wird, ist gar nicht so kompliziert. Und da haben wir mit der Bundesprüfstelle tatsächlich entsprechendes Erfahrungswissen. Und es ist ja interessant zu sehen, ich fand es war sehr lustig, bei der 60-Jahre-Feier Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, da waren dann so Schallplatten, wo sich eine halbnackte Dame auf einem Flocati regelte. Das wurde dann irgendwie in den 70er Jahren indiziert. Da würde sich heute kein Mensch mehr drüber aufregen. Also natürlich haben wir da auch Entwicklungen, die man da sehen kann. Was wir schaffen müssen, ist, die Rahmenbedingungen und das Plafond so hinzukriegen, dass wir damit für Eltern die Verantwortlichen oder die Regeln schaffen, die es ihnen ermöglichen, ihre individuelle Verantwortung herzustellen. Ich will noch mal einen Satz sagen zu Rheinland-Pfalz. Über Rheinland-Pfalz kann man in der Tat bildungspolitisch wirklich viel Gutes sagen. Wir als Bund haben aber die Aufgabe, auch bundesweit hinzuschauen. Es gibt zusätzlich im Koalitionsvertrag den Pakt für Digitalisierung, wo auch klar ist, dass gerade im Bildungsbereich dort auch noch viel nachgearbeitet und nachgeholt werden muss. Und wir haben die Erkenntnis, dass je geringer auch der Bildungsgrad der Eltern, umso geringer ist auch die Medienkompetenz der Kinder. Und wir haben eine Verantwortung, dass wir für diese Kinder auch ein gutes Aufwachsen hinbekommen und dass sie die gleichen Kompetenzen schaffen wie Kinder, deren Eltern, für die das normal ist, dass sie wissen, was ist irgendwie Insta und WhatsApp, aber bitte irgendwie nicht so früh und lass uns mal bitte noch gemeinsam irgendwie am PC sitzen. Aber durch das Smartphone haben sie ja die Gemeinsamkeit eigentlich kaum noch, weil das Kind überall, an jedem Ort, an jeder Stelle ansprechbar ist oder verbunden ist mit der virtuellen Welt. Die Jugendlichen nehmen sich ja auch gar nicht mehr wahr als online oder offline. Für die ist es ja eins, die empfinden sich als on-live. Nur wir kommen mit unseren Regeln da nicht hinterher. Und das ist schon ein Problem, weil wenn wir sprechen über Schutz und Fördern und Teilhabe, funktioniert die Teilhabe und die Förderung nicht, wenn der Schutz nicht funktioniert. Sondern wir müssen ganz klar da auch ansetzen, damit wir auch gutes Aufwachsen und gute Teilhabe und gute Kompetenz auch für die Kinder auch gewährleisten können. Das hängt schon alles sehr miteinander zusammen. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, den wollte ich so gerne gleich sagen, aber ich trete so sehr gerne zurück und versuche mich noch zu erinnern. Bitte schön. Genau, ich habe ich wollte das nochmal bestärken eigentlich oder nachfragen, weil ich komme von Innocence and Danger. Wir haben eine bundesweite Studie, wo es explizit um die sexualisierte Gewalt von Kindern und Jugendlichen geht und haben da Fachkräfte befragt. Und da wollte ich deswegen, also ich bin mir gerade nicht sicher, inwieweit Rheinland-Pfalz oder wie sehr wir Rheinland-Pfalz drin haben, aber bundesweit sieht das Tatsache ein bisschen anders aus. Also Fachkräfte fühlen sich da überhaupt nicht gut abgeholt, was die Medienkompetenz angeht, und noch viel schlechter abgeholt, was Risiken angeht mit der digitalen Welt. Und da wollte ich eben nochmal das also ein bisschen in Frage stellen, wie gut Schulen darauf vorbereitet sind, was die ganzen Risiken der digitalen Welt angeht. Das ist das eine. Und das andere ist für mich, also was interessant war aus dieser Studie heraus, die leider erst in 2 Monaten veröffentlicht wird, ist so, dass Fachkräfte sich selbst, also so Fachkräfte an Schulen, sich eigentlich als ein guter Punkt wahrnehmen, wo auch Eltern Hilfe suchen und sie im besten Fall auch mit psychosozialen Versorgungsstellen und so weiter vertraut sind, mit der Polizei vertraut und so weiter, um da gute Beratung zu ermöglichen, dafür aber natürlich Spielräume brauchen, die sie de facto nicht haben, wenn sie beispielsweise sowieso eine Unterrichtsunterversorgung oder sonst was haben. Also Schulen könnten jetzt mal auf diesem, auch noch mal andocken an dieses Thema, es geht ja hier eigentlich um Eltern, eigentlich auch ein guter Andockpunkt sein, um Eltern zu erreichen, oder das wäre jetzt vielleicht auch mal eine Frage an Sie, ob Sie das ähnlich sehen oder nicht, und bräuchten dafür aber deutlich mehr Zutrauen in ihre Kompetenz und B, auch Spielräume, das möglich zu machen.
Und de facto läuft es gerade so nicht. Im Gegenteil, die Schulen sind massiv personell unterversorgt und auch inhaltlich überhaupt nicht on top oder on time, was die digitalen Medien angeht. Ja, bitte, darf reagieren, wer möchte. Vielleicht wahrscheinlich eine von Ihnen beiden. Die Bildungslandschaft in Deutschland ist, glaube ich, sehr, sehr differenziert. Sehr. Also ich maße mir das auch nicht an, ich weiß nicht, aus welchem Bundesland Sie kommen, da irgendetwas darüber zu sagen. Ich weiß nur, dass wir von unseren weiterführenden Schulen mittlerweile alle in dem Programm Medienkompetenz macht Schule haben und jetzt sukzessive auch in den Grundschulbereich hineingehen und es sind auch ausgewählte Kitas da. Medienkompetenz macht Schule hat zwei Zielsetzungen. Das eine ist eben den souveränen Umgang unter dem Thema Jugendschutz und Wahrung des Jugendschutzes eben in diesem Dreierkanon Eltern, Lehrer, Schüler zu vermitteln. Und das zweite ist es eben Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz im digitalen Zeitalter. Das Letztere ist aber eine echt große Herausforderung. Der Digitalpakt ist von Frau Bautschuss eben angesprochen worden. Wenn wir die Digitalisierung, Coding, Informatik, Programmieren in den Schulen etablieren wollen, damit man auch einfach mal versteht oder neben Lesen, Rechnen, Schreiben diese Fähigkeiten erlernt, müssen wir ein intensives Methodentraining, ich sag mal vom Deutschlehrer bis zum Lateinlehrer über Mathematik, Physik und Biologie machen. So, und da haben wir einfach zwei komplett andere Stränge. Und das eine, das Thema Jugendmedienschutz, da haben wir versucht zu wachsen. Ich weiß noch selber, als ich bin 2001 das erste Mal in den Landtag gekommen, damals gab es diesen Flimmo ganz neu. Da wurden diese Altersangaben bezüglich des, da wurde der Kinderkanal, ist der nicht auch jetzt 20 Jahre, also um den Dreh rum. Also da wurde gerade der Kinderkanal erfunden und da waren Eltern auch ganz froh und da konnte man die Kinder davor setzen und da wurde da nichts Jugendgefährdendes. Da haben wir noch gelernt, wie lange der Bildschirm überhaupt anbleiben darf. Das waren damals vor 20 Jahren noch die Herausforderungen. Und da hat sich einfach sehr, sehr viel geändert. Ich will aber nicht sagen, dass das alles gut ist. Wir müssen in einem Bundesland wie Rheinland-Pfalz, und das können Sie hochrechnen auf die Bundesrepublik mit 83 Millionen Einwohnern, haben wir 4 Millionen Einwohner und 45.000 Lehrerinnen und Lehrer über alle Schulzweige. Und Sie müssen 45.000 Multiplikatoren erreichen. Und da wird es welche geben, die sind schon länger im Dienst und welche, die sind super motiviert. So ist das Leben nun mal. Aber ich hoffe einfach, ich weiß, dass die Länder auch sehr unterschiedliche Programme dort haben. Aber ich bin keine Bildungspolitikerin, sondern Medienpolitikerin. Und deshalb muss ich das immer so aus dem Erfahrungsschatz heraus berichten. Lass das mal so stehen an der Stelle. Ich wollte nämlich noch auf einen Punkt, wenn jetzt gerade keine andere Frage ist, dass ja auch das Besondere an diesem Index auch war, dass eben Eltern und Jugendliche gefragt wurden und immer bei diesen ganzen Diskussionen um alles, was jetzt wie werden soll und so weiter, ist ja die Frage, wer befindet über mögliche Gefährdungssituationen. In manchen Situation ist es ganz klar. Ich habe gerade nur gestutzt, als Sie gesagt haben, es gibt einerseits natürlich Gefährdung durch Jugendliche, die sich selbst irgendwie über Ritzaktionen informieren, genauso wie es aber auch salafistische Inhalte gibt, also gleich zwei ganz unterschiedliche Stränge. Wird denn in der Prüfstelle, gerade wenn so ein Fachbereich entsteht, auch darüber nachgedacht, dass da auch wirklich die es betrifft und ihre eigene Gefährdungsempfindung und was sie wie einordnen können, spielt es da eine Rolle, bevor man eben dann hinterher beschließt, wo man eigentlich weiterarbeiten will in Sachen Schutz? Ja, also in der Konzeption des gesamten Prozesses, der unter dem Dach Zukunftswerkstatt organisiert wird, spielt das eine sehr große Rolle. Sowohl die Frage, die Sie aufgeworfen haben, was ist eigentlich Gefahr heute und wer definiert das und wer empfindet das auch? Ja, das kann ja unter Umständen sehr subjektiv sein. Und in diesem Prozess wollen wir einfach nochmal quasi die Basis definieren, um dann auch gute Maßnahmen, möglicherweise auch einen Beitrag leisten zu regulatorischen Maßnahmen, davon ableiten zu können. Und das wollen wir derart angehen, dass wir wirklich nochmal sehr aktuell dann das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen zugrunde legen. Nicht neu erheben, nicht neu erfinden, dafür gibt es hervorragende Erhebungen.
und auf der Basis dann einen sogenannten Gefährdungsatlas erstellen. Und da also wollen wir sehr verstärkt eben auch die Praxis mit einbeziehen und letztendlich die Zielgruppen, also sprich die Eltern und Kinder, Jugendlichen eben selbst, aber auch sehr stark die Jugendhilfe. Weil ich finde, das ist auch eine gute Erkenntnis aus der Studie bei der Einschätzung von Eltern, also wo ausreichend Aktivitäten wahrgenommen werden, ob sie objektiv da sind, ist einfach nochmal was ganz anderes. Aber die Wahrnehmung, ja, das ist dann die Schule, also dort, wo eben auch Bildung stattfindet, und Politik ist da ein bisschen ferner. Und das kann man möglicherweise eben auch darüber überwinden, dass man die, die ganz nah an den Familien dran sind, einfach auch viel mehr noch in den Prozess mit einbindet und da eben Maßnahmen, Frau Buntus sagt es eben auch, wir arbeiten unter dem Blickwinkel Schutzförderung und Teilhabe oder gestalten diese Zukunftswerkstatt aus, Maßnahmen da zielgerichteter ableiten. Und was ich auch noch einfach sehr wichtig finde, den Prozess irgendwo ehrlich zu führen. Und das fand ich also eine tolle Einschätzung und einen Einschub von Frau Raab, eben zu sagen, so ist das Leben eben. Ja? Das ist also, denke ich, auch ein Stück weit ein Regulativ für den gesamten Prozess, wo man auch eben sagen muss, was geht und was geht nicht. Oder was geht so und was geht vielleicht auch anders. Also insofern die Gefährdung und wer sie wie definiert und da eben auch interdisziplinär angedacht. Die Zielsetzungen verfolgen wir auf jeden Fall in dem Prozess. Wie sehr spielt denn eigentlich eine Rolle in all den Schritten, die jetzt direkt nach dieser Veranstaltung gegangen werden, gemeinsam und konkret, dass sich tatsächlich im Moment auch so ein bisschen die Stimmung ja ändert, also durch den Facebook-Skandal in Anführungsstrichen und das Bewusstsein, irgendwas könnte doch passieren, aber hatten ja doch gar nicht erlaubt, dass alle unsere Daten irgendwie ganz komisch verwendet werden und so weiter. Zynisch ausgedrückt, aber war eigentlich immer klar. Jetzt merken es die Leute. Hat es aber auch einen Impact sozusagen auf die ganzen Situationen, am Ende auch auf den Jugendmedienschutz, weil man merkt, die Leute kriegen jetzt ein anderes Bewusstsein dafür. Es ist eben nicht nur irgendwas Abstraktes, was irgendwie passiert, sondern tatsächlich ändert sich die Stimmung und es macht es vielleicht für die FSM wieder leichter, mehr wahrgenommen zu werden, für die Politik leichter, Dinge voranzutreiben. Ich fange gerne mal bei Ihnen an, Herr Drexler. Für mich wird dadurch deutlicher, dass die Medien und die Mediennutzung ein Teil der Realität sind. Das ist nicht so eine überraschende Feststellung eigentlich, aber dass der Umgang mit beispielsweise persönlichen Daten oder mit persönlichen Informationen oder mit Geheimnissen von mir aus auch, dass das in der digitalen Welt mit mindestens genauso großer Aufmerksamkeit erfolgen muss wie im normalen Leben. Das ist überrascht eigentlich keinen, aber solche Situationen weisen nochmal mit einem dicken Ausrufezeichen darauf hin. Und das ist, glaube ich, auch ein Weg, wie man Kinder und Jugendliche erreichen kann, wenn man ihnen tatsächlich auch in der Praxis zeigt, welche Auswirkungen ihr Handeln hat und wenn man sie mitnimmt in der Diskussion und wenn man sie Sachen machen lässt und gemeinsam mitgestalten lässt, auch wenn wir über so Sachen reden, so Sorgen, die wir vorhin schon ein paar Mal angesprochen hatten, beispielsweise ungewollter Vertragsschluss oder so. Oder Datenschutz ist ja genauso ein komisches, schlecht fassbares Thema. Das kann man ganz hervorragend auch an den Geräten selber mit den Kids und den Jugendlichen erklären und zeigen und ausprobieren. Und wenn man sich anguckt, wie selbstbewusst und wie völlig selbstverständlich Kinder ihre eigenen Geräte beispielsweise personalisieren oder so, also wie hoch die Bedien- und Nutzungskompetenz ist und wie selbstverständlich diese Geräte einfach im Alltag benutzt werden und nicht mehr benutzt werden als etwas, ich gehe jetzt mal ins Internet, ja, früher, wenn man das Modem angeschaltet hat und so, da sind wir ja lange drüber hinweg und das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen stärker betonen und darauf hinweisen, dass das einfach was ganz Normales ist, auch vorhin, als Sie das Cybermobbing ansprachen und ob es das vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr gibt, es wird immer Mobbing geben und vielleicht wird man diesen Begriff dann anders nennen, ja, so Modebegriffe wie Multimedia nutzen sich ja vielleicht auch ab. Aber also wenn man tatsächlich annimmt und für uns in der Diskussion noch annimmt, dass wir nicht über dieses digitale Ding reden, sondern dass das Leben von uns allen ist, speziell von den Kids, und die mitmachen lässt und das an ihren Geräten zeigt, guck mal, da kannst du nicht nur das Hintergrundbild ändern und den Klingelton, das so, ne, sondern was man damit noch so alles machen kann und was damit möglicherweise schiefgehen kann und wie man damit umgeht, wenn was schiefgeht, dass die Eltern ansprechbar sind, wie bei allen anderen Dingen auch. Wenn ich
als ich ein Kind war, habe ich meine Vase runtergeschmissen, die Lieblingsvase meiner Mutter. Natürlich habe ich ihr das gesagt und dann war sie auch nur kurz böse. Und genauso ist das, wenn Kinder aus Versehen was kaufen übers Handy für 5,99 €, da ist Papa vielleicht kurz böse, aber es ist nichts Schlimmes. Wenn so. Es eine neue Vase ist, die Sie vorher zerdeppert haben, ist ganz cool sogar. Wenn Sie die direkt nachbestellen. Die war allerdings von der Versicherung damals abgedeckt. Ah. Und insofern war es nicht so schlimm. Die chinesische. auch an Sie beide noch mal abschließend. Also Frau Raub sagte das gerade, das Thema ist nicht 5,99 €, sondern das Thema ist das und wie. Und um noch mal so ein bisschen die Diskrepanzen aufzumachen, meine Kollegen hatten mir im Vorgespräch noch was in die Hand gedrückt, habe ich leider jetzt in der Tasche liegen lassen. Was bei uns abgefragt wird, am allermeisten von allen Giveaways, ist ein Aufkleber über die Webcam und über den Laptop, genau. Herr Hardik hält es gerade hoch. Das ist lustigerweise das, was am meisten abgefragt wird. Wir sind nicht da, wo Sie sind. Oder viele sind nicht da, wo Sie sind. Natürlich geht es uns ganz klar darum, einen positiven Umgang zu vermitteln für diese virtuelle Welt. Aber das, was wir den Eltern an die Hand geben, um ihre Erziehungskompetenz und ihre Erziehungsverantwortung auch wirklich wahrnehmen zu können, da lassen wir sie noch zu stark alleine. Und das ist ja schön. Und ich will auch unsere Giveaways gar nicht schlecht reden, aber ist es nicht auch ein bisschen ein Ausdruck von Hilflosigkeit? Der andere Bitte. Punkt ist auch, dass Eltern manchmal zu wenig informiert sind. Also ich sage jetzt die 5,99 €, es gibt heute Gaming-Angebote, wo Sie solche Coins erwerben können. Und wenn Sie das nicht wegen Ihren eigenen Ideen jetzt schaffen, in das nächste Level zu kommen, dann kann man mittels dieser Coins neue Spielräume eröffnen oder. Also ich habe kürzlich mit einem wirklich kompetenten, nicht bildungsfernen Elternpaar eine Diskussion gehabt. Und da sind durchaus mal 400 € im Monat zustande gekommen, die dann, weil man mal ein Buch über iTunes runterlässt oder ein Buch über was auch immer, Kind, ich möchte jetzt gar keine Produkte, also man durfte ein elektronisches Buch runterladen, wie auch immer, ich weiß gar nicht woher, und dann war die Kreditkartennummer der Eltern eingegeben und dann wurde gespielt. So, und wir Eltern sind manchmal, weil wir diese Lebenswelten im Digitalen keine Zeit haben, sie selber nicht erforschen, manchmal vielleicht ein bisschen unbedarft auch, weil ich mir im Leben nicht vorstellen konnte, dass es Spiele für Jugendliche gibt, wo man mittels solchen Coins mal locker im Monat 400 € ausgeben kann. Das entzog sich meiner Vorstellungskraft. Und das sind natürlich auch, das ist eine permanente Bildungsherausforderung, der wir uns auch die ganze Zeit stellen müssen. Und deshalb bleibt das, was der Fragesteller eben hatte, das bleibt tagtäglich eine neue Herausforderung, weil ja auch permanent neue Dinge entwickelt werden. Und solche Giveaways sind ja auch nicht schlecht. Manchmal muss man sowas wie mit dem Flimmo sagen, heute nur 2 Stunden das und man klebt das zu oder... Aber wir müssen auch Aufklärungs- und Informationskampagnen starten, was alles überhaupt passieren kann. Und wohl oder übel manchmal auch eine Erfahrung machen, um daraus zu lernen. Frau Bundschuss noch, Liebsten. Mich bewegt zusätzlich noch die Frage, also wie kann es sein, 400 € und wenn einmal die Kreditkarte da ist, dass man sozusagen sie immer bedient, aber was passiert eigentlich auch mit unseren Kindern und Jugendlichen in dem ganzen Bereich des Gamings? Und ich stelle einfach jetzt mal provokant die Frage in den Raum, wer hat eigentlich zugestimmt, dass Fortnite ab 12 ist? Ich weiß nicht, wer das mal von Ihnen gespielt hat, aber das ist wirklich, finde ich, eine ganz kritische Sache. Und wir müssen auch sehen, was entwickelt sich eigentlich in der Welt und für die Gedanken und für die Bilder, mit denen unsere Kinder und Jugendlichen aufwachsen. Und das ist ja ein Millionenspiel. Und sie werden dafür gelobt, dass sie ihre Mitspieler jetzt durchlöchert haben mit dem Gewehr oder waren es doch die Schrotkugeln. Das finde ich schon eine ziemlich kritische Angelegenheit. Und ich denke, dass wir als Gesellschaft insgesamt, jetzt spreche ich mal sozusagen auch als Demokraten, Wählerinnen und Bürgerinnen auch gut darüber beraten sind, miteinander darüber zu sprechen, wie stellen wir uns die virtuelle Welt denn alle gemeinsam vor. Es gibt ja diese Diskussion auch im ganzen Bereich von Hate Speech. Wir alle wollen nicht, dass wir miteinander den Ton anschlagen, der dort zum leider nicht kleinen Teil in den Netzen stattfindet. Und wir sollten auch darüber reden, wie sieht die virtuelle Welt aus der Brille unserer Kinder und Jugendlichen aus und was möchten wir eigentlich für Sie.
Jetzt ist was Lustiges passiert, jetzt haben wir ganz positiv angefangen und jetzt sind wir am Schluss so ein bisschen in so vielen Fragen geendet, die dann doch wieder nochmal so ein leichtes, trübes Gefühl machen, weil tatsächlich wahnsinnig viel zu tun ist. Ich schließe es dennoch an dieser Stelle ab, auch aus Zeitgründen ehrlich gesagt, weil hier verschiedene Teilnehmerinnen dann gleich mal los müssen und wir das so abgesprochen haben, sonst würde ich eigentlich nochmal wissen wollen, ob noch hier konkrete Fragen sind. Ich erinnere deswegen nochmal daran, dass der Anfang doch einigermaßen gut klang nach, wir machen das jetzt gemeinsam und wir haben jetzt tatsächlich auch... Das ist kein Widerspruch, das ist genau. Gar kein Widerspruch, das ist sozusagen nochmal ein Zeichen dafür, was wir für eine große Herausforderung das haben. Dass es auf jeden Fall definitiv viel zu tun gibt. So nehmen wir das jetzt mal hin und nehmen das mit raus. Wir können da draußen jetzt alle noch ein bisschen zusammenstehen und die weiteren Details noch mal aufdröseln. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für die Aufmerksamkeit. Danke Frau Bundschuss, Frau Raab, Frau Hanack und Herr Drechsler. Und schicke Sie so jetzt raus in diese virtuelle und richtige Welt oder einfach in die Welt, in der wir halt leben, zwischen on und offline oder eben eher online meist. Schönen Abend, schönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus